Verkehrswendekonferenz in Düsseldorf. Eingeladen hatte die Piratenfraktion aus dem Nordrhein-Westfälischen Landtag unter Leitung des Abgeordneten Oliver Bayer. Nachdem in den Medien immer wieder von einer kostenlosen Kultur gesprochen wird, auch im Hinblick auf den öffentlichen Personennahverkehr, war es an der Zeit, die Thematiken Kosten, Umwelt, Klimaschutz und vor allem Visionen in einem gemeinsamen Kreis zu besprechen. Eingeleitet wurde die arbeits- und informationsreiche Konferenz am Freitagabend durch Professor Dr. Heiner Monheim von der Uni Trier mit einem Vortrag zur Verkehrswende in NRW. Welche Ziele gilt es mit welchen Strategien zu verfolgen? Gibt es Erfahrungen, die man auch im Hinblick auf unseren Nachwuchs verwenden kann? Denn sogar dieser lauschte andächtig, wenn sie ja auch nicht ganz so freiwillig, dem, was ihn in vielleicht einigen Jahren in Sachen öffentlicher Personennahverkehr erwarten dürfte. Ein Satz von Professor Dr. Monheim ist sicher allen in Erinnerung geblieben. In diesem Saal passen rund 200 Menschen. Stellen Sie sich vor, jeder wäre mit seinem Auto hier. Dann gäbe es hier im Saal nur 20 freie Plätze. In Hinblick auf diesen Satz und den zuweilen vollgepackten Innenstädten muss man sich schon fragen, ob der Individualverkehr mit dem privaten Pkw überhaupt noch ökologisch und finanziell sinnvoll ist. Welche langfristigen Ziele muss man sich setzen, um an dieser Stelle einen Prozess des Umdenkens zu erreichen? Wie immer bei solchen Veranstaltungen konnten die Zuhörer Fragen stellen. Hatte doch Professor Dr. Monheim einige neue Gedanken auf den Tisch gebracht, die man in dieser Form präsentiert, in dieser Kombination so noch nie gehört hatte und zwangsläufig Fragen mit sich brachte. Nicht alles wurde an diesem Abend beantwortet, jedoch konnten die Anwesenden viele Impulse mit nach Hause nehmen. Können Sie sich kurz noch mal vorstellen? Also ich bin der Professor Heiner Monheim. Ich lebe in Bonn, meine Uni ist in Trier. Ich bin von Haus aus Stadt- und Regionalplaner, Verkehrsplaner, Geograf und Soziologe. Ich komme aus der Umweltbewegung, habe viele, den VCD, den ADFC, Bürgerbahn statt Börsenbahn, Forum Mensch und Verkehr gegründet. Und ja, ich halte viele Vorträge, um Mut auf bessere Verkehrsverhältnisse zu machen. Mit anderen Worten, die Piraten sind ja für Sie eigentlich ein willkommenes Fressen jetzt, oder wie muss ich das verstehen? Endlich passiert mal was, oder? Ja, natürlich. Also mindestens haben die keine Scheuklappen an, haben den Mut, einfach die Dinge anders anzugehen. Und deswegen habe ich insbesondere das Thema Bürgerticket und fahrscheinlosen ÖPNV für eine sehr sinnvolle und ja auch von den Medien erstmal durchaus aufgegriffene Geschichte gehalten. Ich glaube, dass die Piraten generell ihre Netzfähigkeit und Demokratieorientierung auch im Verkehr ganz offensiv einbringen können. Das ist ein Bereich, wo Bürgerbeteiligung fast immer zu kurz kommt. Ja, und deswegen hoffe ich, dass die Piraten es schaffen, sich festzusetzen, auch im Bundestag. Und dass sie dann diese Themen auch munter und kreativ angehen. Sie erzählten oder erwähnten vorhin, dass Sie sich in Dortmund die Hörner abgestoßen hätten, mehr oder weniger. Sind Sie immer so mit Kopf durch die Wand, auch was so Nahverkehr angeht? Oder weil, kam zumindest bei mir so an. Also die Hörner abgestoßen einfach deswegen, weil ich in einem Ministerium saß und mich mit meinem Minister sehr in die Wolle gekriegt habe und das dann dazu führte, dass ich einfach meinen Job gewechselt habe. Ich bin da nicht rausgeschmissen worden, aber wenn Sie als kreativer Kopf in einem Ministerium arbeiten, dann brauchen Sie auch Spielräume. Und wenn die Spielräume plötzlich nicht mehr da sind, macht es da keinen Spaß mehr. Nein, ich versuche eigentlich nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern mit einer differenzierten Argumentation Leute zu überzeugen. Ich glaube, gerade in der Mobilität wird halt sehr oft mit Holzhammer-Argumenten und sehr ideologisch argumentiert. Und da braucht es jemanden, der erstens weiß, dass es auch anders gehen kann. Also ich habe mich in der Welt umgeguckt. Ich kenne viele Beispiele, wo die Dinge besser gemacht werden. Und davon muss man lernen. Und ja, die Piraten sind kreativ genug, um das alles aufzugreifen. Also in meinen Augen war ja eigentlich das Credo der Veranstaltung contra Auto und pro Nahverkehr, Bahn und Bus. Ist das richtig? Also mindestens mal contra Massenmotorisierung im Sinne von vielen Autos, die dauernd im Stau stehen und die massenhaft das Blech in die Städte schütten und alle Gehwege zuparken. Nein, das kann nicht Sinn einer sinnvollen Verkehrspolitik und Planung sein. Ich habe überhaupt nichts gegen Carsharing-Autos, ich habe auch nichts gegen Car-to-Go-Autos, ich habe auch nichts gegen Taxen. Diese Art von öffentlichen Autos muss es viel mehr geben. Und dann müssen wir so viel wie möglich private Autos verschrotten, weil die haben keine Zukunft mehr.
Der zweite Tag war gespickt mit Vorträgen. Fahrscheinloser Nahverkehr, Datenschutz, Elektromobilität, um nur einige der Themen zu nennen. So war nicht verwunderlich, dass der Vortrag von Martin Tönnes zum Radschnellweg Ruhr gut besucht war. Der Radschnellweg Ruhr ist eine Idee, welche während des Stilllebens Ruhrautobahn anlässlich der Kulturhauptstadt Europa 2010 erstmals entworfen worden ist. Oder offene Daten im ÖPNV. Hier der Vortrag mit Jens Brennenstuhl. Offene Daten sind ein wesentlicher Bestandteil, um die Weiterentwicklung eines attraktiven Nahverkehrs zu ermöglichen. So lassen sich öffentlicher Nahverkehr mit den eigenen Gewohnheiten wohl auch über so kleine technische Spielereien wie Apps für Mobilgeräte neu definieren. Man musste schon schnell sein, um tatsächlich allen Vorträgen zeitgleich in den Räumen zuhören zu können. Oder man nutzte das Videostreaming, welches wie immer bei den Piratenveranstaltungen exzessiv genutzt wurde. Auffällig war am zweiten Tag das Mitführen von Handtüchern. Kurz zur Vorstellung, wer bist du? Ich bin Andreas Mertens, ich bin Mitarbeiter von Oliver und jetzt hier auch mit im Orga-Team von der Verkehrswende-Konferenz, die wir jetzt heute am Welthandtuchtag zufälligerweise abhalten. Welthandtuchtag, warum? Der Welthandtuchtag ist eine Referenz auf Douglas Adams und den Schriftsteller, der als Autor die Bücher der Serie Per Anhalter durch die Galaxis herausgegeben hat und leider 2001 verstorben ist. Passend zur Verkehrswende-Konferenz. Ja, also im Grunde genommen, die Anhänger von Douglas Adams gehen davon aus, dass er nicht wirklich verstorben ist, sondern einfach nur weitergereist ist und als Anhalter durch die Galaxis zieht. Und als Anhalter durch die Galaxis zu ziehen, da ist es wichtig, ein Handtuch dabei zu haben, aus mehreren Gründen. Das ist mit Abstand der praktischste Gegenstand des Universums. Und am 25. Mai wird der Welthandtuchtag zelebriert, jetzt zum 12. Mal. Okay, aber ich sagte nicht umsonst, passend zur Verkehrswende-Konferenz, weil Douglas Adams, Reisender durch die Galaxis, war der auch schon fahrscheinlos unterwegs? Ja, selbstverständlich. Und was war mit der Erde? Die Erde wurde leider aus dem Weg geräumt, um eine intergalaktische Umgehungsstraße zu ermöglichen. Das ist etwas, was man vermeiden muss. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir hier die Verkehrswende-Konferenz abhalten. Denn es fängt im Kleinen an, man baut Umgehungsstraßen durch Orte oder um Orte herum. Und eines Tages wird man dann feststellen, dass auch die Erde irgendwo im Weg steht und für eine Umgehungsstraße weggeräumt werden muss. Und damit dieser Zustand gar nicht erst eintritt, dafür stehen wir hier. Mit anderen Worten, eine sehr gute Metapher, weil mehr Autoverkehr, desto weniger Erde, ne? Das sowieso. Alles klar, Andreas, ich danke dir. Ein konkretes Beispiel der Konferenz: Die Piraten sehen den ÖPNV als ökosozialen Motor für die Entwicklung der Gesellschaft an. Sie sind der Herr Tönnes? Martin Tönnes, bin vom Regionalverband Ruhr und dort für den Bereich Planung zuständig. Das ist meine Aufgabe für die Metropole Ruhr, die Planung voranzutreiben. Insbesondere für Radschnellwege. Insbesondere für den Radschnellweg Ruhr. Das ist ein Projekt, was mir zurzeit ganz viel Spaß macht, ganz viel Freude bringt und ich hoffe, dass wir den bald realisiert haben. Ist ja eigentlich viel durch die Medien gegangen, die ganze Sache. Es sind 75 Kilometer, habe ich gehört, kann das sein? Wir sind gerade am Plan. Es wird irgendwann am Ende zwischen 85 und 100 Kilometer am Ende sein. Es kommt darauf an, wie die Trasse in manchen Bereichen geführt wird. Da sind wir zurzeit noch intensiv am Prüfen, die unterschiedlichen Varianten am Überlegen, Vor- und Nachteile auszuwerten. Das heißt, in der Größenordnung bewegt es sich dann. Wer kam auf die Idee? Weil es hört sich ja an wie so ein Projekt Phoenixsee in Dortmund. Ach, so eine Idee hat immer viele Väter oder viele Mütter. Es waren viele Anlässe vor allen Dingen. Es war ein Projekt, was wir zurzeit als Rheinische Bahn von Essen in Richtung Mülheim, Duisburg realisieren. Und ich lade jeden herzlich mal ein, Universität Essen, da geht die Rheinische Bahn los. Da kann man 5 Kilometer schon fertig gebaut auf dem vielleicht zukünftigen Radschnellweg Ruhr schon mal testen, wie sich das anfühlt. Also jeder ist herzlich eingeladen, mal dahin zu fahren. Direkt an der Universität Essen geht die Rheinische Bahn los, kann man in Richtung Mülheim 5 Kilometer einen vom Regionalverband Ruhr realisierten Abschnitt des Radschnellweges schon mal erfahren. Zumindest testen. Testen, ja, und auch richtig erfahren. Ja, und die zweite Idee, und das war ein wichtiger Anlass, diese Rheinische Bahn, dieses Projekt Rheinische Bahn, eine ehemalige Bahntrasse, mitten durchs Ruhrgebiet, mitten durch die Kernstädte des Ruhrgebietes, mitten am Mühlheimer Hauptbahnhof vorbei.
Und das Projekt Stillleben 2010, Kulturhauptstadt, wo sich 3 Millionen Menschen auf der A40 bewegt haben. Und plötzlich kam die Idee auf, wenn wir doch sowas wie eine Radautobahn hätten, dann würden sich doch ganz viele Menschen und dann eben der Zusammenhang Rheinische Bahn. Und da plötzlich war das Stichwort Radautobahn, Radschnellweg durch die Metropole Ruhr plötzlich geboren. Hört sich jetzt für mich persönlich so an, als ob das die einfachere Variante wäre, einen Radschnellweg zu bauen, statt des Rhein-Ruhr-Expresses, oder? Ja, wir haben das, den großen Vorteil, das ist im Ruhrgebiet einmalig. Wir haben viele ehemalige Bahntrassen, das hat was mit der Zechen- und Stahlindustrie zu tun, dass diese alten Bahntrassen jetzt stillliegen, die kaufen wir auf als Regionalverband Ruhr und nutzen sie für Radwegebau. Das ist ein tolles Erlebnis für Familien mit Kindern, man ist da störungsfrei vom Autoverkehr. Und wer den Ruhrtal-Radweg schon mal gefahren ist, auch ein Projekt des Regionalverbandes Ruhr, der kennt die Qualitäten. Man kommt nicht mit dem Autoverkehr in Berührung. Nahezu kaum Steigungen auf ehemaligen Bahntrassen, weil auch Schienenzüge können nicht so große Steigungen bewältigen. Das heißt, und man fährt über Brücken, über wichtige Hauptverkehrsstraßen, aber eben störungsfrei vom Autoverkehr. Bei dem Radschnellweg, diese Trasse steht uns nicht komplett durchs Ruhrgebiet zur Verfügung. In Bochum und Dortmund müssen wir noch eine konkrete Trasse suchen und finden. Da sind intensiv die Kolleginnen und Kollegen Planer gerade dran, im Rahmen einer Machbarkeitsstudie das zu erarbeiten. Das wird aber Anfang nächsten Jahres alles komplett vorliegen. Hoffen wir, dass wir dann uns politisch auch auf eine gemeinsame, tolle Trasse verständigen, die bald gemeinsam fahren können. Soll dann in etwa was kosten? Wir haben Erfahrungswerte aus dem Radwegebau. Der Regionalverband Ruhr hat schon 700 Kilometer Radwege im Ruhrgebiet gebaut. Das ist eine ganze Ecke in den letzten 20 Jahren, die wir in den letzten realisiert haben. Das ist eine Erfahrungsgröße pro Kilometer Radweg 1 Million Euro. Das heißt, bei 85 oder 100 Kilometer ungefähr 100, 110 Millionen Euro. Das ist eine Größenordnung. Das wird aber jetzt nochmal konkret an der konkreten Planung auch nochmal konkret durchgerechnet. Wenn die Machbarkeitsstudie, wenn das Ergebnis vorliegt, dann wissen wir auch konkreter, was das Projekt dann auch insgesamt kosten wird. Wäre dann eine interessante Geschichte für die grüne Hauptstadt Ruhrgebiet, ne? Genau, die grüne Hauptstadt Ruhrgebiet hat sich auch auf dieses Projekt schon verständigt. Das ist ganz interessant. Der Kollege, der in Europa für diese grüne Hauptstadt zuständig ist, der Kollege Falkenberg in Brüssel, der kennt dieses Projekt Radschnellweg. Dieses Projekt Radschnellweg Ruhr ist in Brüssel bekannt, was ich ganz bemerkenswert finde. Und daran kann man sehen, welche Wirkung man mit solchen innovativen Ansätzen findet. Man kommt, wird da wirklich hoch geachtet und es findet Anklang bei den Menschen. Und es wird wahrgenommen, das ist das Entscheidende, auch außerhalb dieser Region, was dem Ruhrgebiet, wie ich finde, viel zu wenig gelingt, mit tollen, innovativen Projekten eben national und international auch zu punkten. Das ist, glaube ich, was das Ruhrgebiet auch viel mehr machen muss. Ja, das Ruhrgebiet hat ja eh eine ganze Menge an Möglichkeiten. Alleine 2010 war das, ne, in Kulturhauptstadt Europa mit Barroso, die in Essen zur Eröffnungsveranstaltung waren. Das war ja auch, oder überhaupt diese A42, diese Gesperrte, das ist ja, glaube ich, durch ganz Europa gegangen, ne? Dieses Bild ist ganz durch Europa gegangen. Ich selbst bin den Tag auf der Strecke gefahren, von Essen nach Dortmund bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Es war ein wunderschöner Sommertag. Es war toll zu erleben, 3 Millionen Menschen insgesamt auf dieser A40, die einerseits Picknick gemacht haben auf der linken Fahrspur und auf der rechten Fahrspur waren Fahrradfahrerinnen, Fahrradfahrer, Skater, Rollerskater, Läuferinnen, Läufer unterwegs. Es war insofern auch bemerkenswert, ich habe zum ersten Mal an dem Tag in meinem Leben, ich glaube, 3-mal im Fahrradstau gestanden. Es war ein tolles Erlebnis. Hört sich eigentlich anders, als dass man die B1 dann doch in Richtung Radschnellweg in Richtung Berlin weiterbauen könnte irgendwann mal, oder? Naja, das ist natürlich eine Utopie. Vielleicht, als dieses Projekt durch die Medien gegangen ist, habe ich persönlich eine Mail aus Bielefeld erhalten, ich glaube, wo sich eine Familie bei mir gemeldet hat und hat gesagt, oh, tolles Projekt, was ihr da macht im Ruhrgebiet mit dem Radschnellweg, Bruder, baut den doch gleich durch bis Bielefeld. Ja, würde ich gerne tun, aber da müssen noch viele Diskussionen geführt werden wahrscheinlich. Das auf jeden Fall. Der Radschnellweg Ruhr, Sie sagten finanzieren, also etwa 100, 110 Millionen Euro, lassen wir einfach mal die Summe stehen, würde dann wie finanziert werden? Durch eine Mautgebühr oder wie soll das, oder sind die Städte, die zusammen in einen Topf werfen, was ich bei der aktuellen Finanzlage doch schon für etwas schwierig halte, oder sind da Fördermittel geplant oder wie geht man die Sache an?
Also ich finde ja ganz toll, die rot-grüne Landesregierung hier in NRW will ja nicht nur den Radschnellweg Ruhr realisieren, sondern will ja weitere Radschnellwege auch im Land realisieren, hat jetzt gerade einen Planungswettbewerb, will in jeder Region, also in den 5 Regionen des Landes, einen Radschnellweg jeweils realisieren. Die Signale, die ich aus dem Land wahrnehme, ist, glaube ich, dass beim Land NRW, bei der rot-grünen Landesregierung, große Bereitschaft steht, das Projekt dann auch hinterher zu finanzieren und zu realisieren. Ich will aber an dieser Stelle auch ganz deutlich sagen, das Bundesverkehrsministerium, auch der Bund, so wie der Bund im Ruhrgebiet die A40 zurzeit gerade ausbaut, mit 600, 700 Millionen Euro, kann sich bei solchen Projekten meines Erachtens der Verantwortung nicht entziehen. Auch der Bundesverkehrsminister muss zukünftig eine Verantwortung, auch eine finanzielle Verantwortung für solche regionalen Radwegeprojekte übernehmen. So wie er ganz selbstverständlich im Ruhrgebiet die A40 ausbaut, so muss er auch zukünftig regionale oder eben einen Radschnellweg Ruhr mindestens mitfinanzieren. Er muss ihn möglicherweise nicht alleine finanzieren, aber mindestens mitfinanzieren und kann das nicht nur der Region und dem Land NRW alleine überlassen. Ist das Thema Crowdfunding irgendwie auf der Agenda? Das sagt mir jetzt. Crowdfunding ist eigentlich nichts anderes, als dass man einen Aufruf startet an die Bevölkerung. Hier, ihr könnt spenden, gebt uns Geld, damit wir das und das bauen können für euch oder wie auch immer. Das war jetzt in dem Zusammenhang nochmal kein Thema. Ich will auch an dieser Stelle ganz deutlich sagen, ich finde Infrastruktur und Infrastrukturrealisierung, also das Bau von Straßen, Schienen, Radwegen, das ist eine Aufgabe der Daseinsfürsorge. Das müssen wir aus den Steueraufkommen realisieren als Staat, als Kommune, als gemeinschaftliche Aufgabe. Da möchte ich jetzt nicht, das wäre ja erst schon in so einer Debatte PKW-Maut, auch die, finde ich, wäre für das Ruhrgebiet fatal, um das an dieser Stelle ganz deutlich zu sagen. Der Hauptautoverkehr im Ruhrgebiet findet auf den Autobahnen, auf den Bundesstraßen statt. Die Menschen im Ruhrgebiet wären von einer PKW-Maut ganz besonders betroffen, wenn sie die jetzt auch noch bezahlen müssen. Deswegen ist das für mich eine klare staatliche Aufgabe und eine staatliche Verantwortung, die dann auch von allen gemeinsam getragen und realisiert werden muss. Mit anderen Worten, falls der Rad-Ruhr-Schnellweg mal aktuell würde, wären dann alle 10 Kilometer geplant irgendwelche Restaurants, Einkehren, Übernachtungsmöglichkeiten, oder ist das von Ihnen geplant oder müsste man dann von außen kommen, so nach dem Motto, ich will da ein Plätzchen bei euch anmieten? Also das ist keine Aufgabe für uns als Regionalverband Ruhr. Wir werden jetzt nicht Restaurantbetreiber oder Kioskbetreiber oder sonst was aus unserer Erfahrung. Und wir haben, wie gesagt, eine große Kompetenz im Radwegebau. Das kommt ganz von alleine. Es gibt einen wunderschönen ehemaligen Wohnwagen. In Herne steht der an einem Radweg vom Regionalverband Ruhr, wo sich so ein Betreiber direkt an einer vielbefahrenen Kreuzung so einen ehemaligen Wohnwagen hingestellt hat. Der verkauft da Schläuche, der verkauft da Pflichtzeug, der verkauft da übrigens auch unsere Radwegenkarten, aber verkauft da auch Kaffee und Getränke und Kuchen. Eine ganz private Initiative. Das heißt, man merkt einfach, wenn wir die Infrastrukturen schaffen, die Unternehmen, die Betriebe, die Gaststätten, die richten sich schon auf den Radverkehr ein. Das wissen wir aus dem Projekt Ruhrtal-Radweg. Das ist ja zurzeit unser beliebtester Radweg in der Region. Das sieht man ja ganz unmittelbar, kann man an der Trasse erleben, wo sich die Restaurants alle wirklich dem Radweg öffnen, kommt zu mir und trinkt, esst bei mir den Kuchen, trinkt bei mir den Kaffee. Das kommt von ganz allein, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Auch das ist spannend, auch das schafft wieder Arbeitsplätze. Auch man kann sehen, da kann man auch durch Radwegebau nochmal zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, nochmal Wertschöpfung schaffen. Das ist einfach immer wieder toll zu erleben. Was Sie den Ruhrradweg gerade ansprachen, in Dortmund gibt es da ja momentan so ein kleines Problem in Sachen Felssturz, ne? Das ist richtig, da kümmern wir uns gerade intensiv drum. Das sind immer so schwierige Gespräche mit der Vielzahl von Beteiligten. Ich glaube, da ist auch der Ruhrverband mit zu beteiligen. Da müssen wir die Gespräche einfach nochmal führen. Aber das wissen wir, dass es da Probleme gibt mit dem Felssturz und da kümmern wir uns auch drum. Gibt es da irgendwann eine Lösung, so in zeitlicher Sicht? Ist jetzt sehr spontan. Ich bin jetzt nicht im Detail in den Gesprächen immer unmittelbar beteiligt. Ich glaube, wir sind gerade in Gesprächen darüber, dass wir das Stück auch kaufen sollen. Aber da bin ich jetzt überfragt. Vielleicht lassen Sie es wirklich einfach weg. Also wenn alles klar. Ich danke Ihnen, Herr Tönnes. Müssen wir nochmal telefonieren? Wir können auch gerne telefonieren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das war jetzt. Haben Sie noch einen Vortrag? Nee, ne? Nein, ich habe jetzt meinen Vortragsteil erledigt. Ich habe ja nochmal was zum regionalen Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr hier nochmal. Sieht jetzt wie aus? Das sieht so aus, dass wir das jetzt demnächst in den nächsten Jahren erarbeiten wollen. Aber ich glaube, es ist ganz dringend notwendig, dass wir
ja, die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger in der Region bewegen sich unabhängig von Stadtgrenzen. Also es ist eine Selbstverständlichkeit, dass der Dortmunder nach Bochum fährt zur Arbeit, zum Einkaufen, in die Disco, sonst was. Und deswegen müssen wir uns gerade beim Thema Mobilität eben ja auch gucken, dass wir da städteübergreifend denken. Und das ist die Hauptaufgabe, die uns in den nächsten Jahren bevorsteht. Es kann nicht immer sein, dass ja, jeder nur aus seinem Kirchturm guckt und an der Stadtgrenze nicht weiter guckt. Die Menschen bewegen sich anders in der Metropole Ruhr und wir müssen die Mobilität so gestalten, wie es die Menschen wünschen. Und wir können da nicht nur auf unsere jeweiligen Kirchtürme gucken. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe und da will ich mich darum kümmern. Und dafür bin ich auch ganz froh, dass mir die Verbandsversammlung, dass mir die Politik diesen Auftrag erteilt hat, ja, ein regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr zu erarbeiten. Das heißt, mehr Nahverkehr in Zukunft, das heißt mehr Züge zwischen Dortmund und Düsseldorf bzw. Köln so im 5-Minuten-Takt oder wie sehen da so die Ideen aus? Ja, ein wunderschönes Beispiel ist der Radschnellweg Ruhr, der ja wirklich von Duisburg bis nach Hamm einmal quer durchs Ruhrgebiet geführt. Ja, aber nicht schnell. Ja, aber das ist schon aufgrund der Qualität soll er dann schon ein Radschnellweg. Aber es ist für mich ein Beispiel, wie man zukünftig eigentlich mit Mobilitätsplanung umgehen muss. Eben nicht die Radwegeplanung nur aus der jeweiligen Sicht der Kommune, der einzelnen Stadt Dortmund, der einen Stadt Essen zu machen, sondern wirklich städteübergreifend zu denken, was hilft den Menschen, wie mobil sind die Menschen und wie wollen sie sich bewegen. Darum geht es. Ne? Ich glaube, wir müssen die Spielregeln gemeinsam, also wir brauchen Nahverkehrspläne, die aus einer Kirchturmsperspektive, sondern vielleicht brauchen wir einen Nahverkehrsplan für die Metropole Ruhr. Mir geht es nicht darum, dass ich will nicht zukünftig Fahrzeuge bestellen, das ist eine Aufgabe, die macht der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Die Kollegen machen das ganz toll, bestellen die Schienenpersonen Leistungen, also die bestellen ja die Züge, die auf den Schienen fahren, die machen, welche Fahrzeuge gefördert werden. Das will ich gar nicht machen. Ich glaube, wir brauchen sowas wie, ja, insbesondere ein gemeinsames Netzwerk, dass wir die Mobilität für die Menschen organisieren und nicht die Menschen sich nach der Mobilität oder nach dem Verkehrssystem richten müssen. Okay, würde dann aber auch gleichzeitig bedeuten, dass man den Verkehrsverband Rhein-Ruhr eigentlich mal auf das gesamte nordrhein-westfälische Landesgebiet ausdehnt und nicht wie in Dortmund zum Beispiel kurz in der Berghofen vor Schwerte aufhören lässt, beziehungsweise man nicht von Dortmund bis Köln fahren kann mit seinem VRR-Ticket. Naja, Nordrhein-Westfalen ist schon ein großes Bundesland. Ob es jetzt Sinn macht, hier es gibt ja Bundesländer, die haben das in eine Landesverkehrsgesellschaft damals organisiert. Bayern, soweit ich weiß, macht das durch eine Landesverkehrsgesellschaft. Nordrhein-Westfalen ist ein großes Bundesland. Man kann darüber diskutieren, aber ob es Sinn macht, ich glaube auch, ob dann nicht die Entscheidungen auch wirklich viel zu weit weg sind, ob man jetzt hier aus Gelsenkirchen, nehmen wir jetzt mal das Modell, der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr hat ja seinen Sitz in Gelsenkirchen, ob man jetzt aus Gelsenkirchen den Verkehr auch in Ostwestfalen-Lippe organisieren kann und sollte, würde ich mal jetzt ein Fragezeichen hinter machen. Ich glaube, man muss es auf regionaler Ebene immer gut organisieren und für die Menschen organisieren. Und da darf man nicht so sehr aus seiner eigenen Perspektive als Organisation denken, sondern man muss in der Perspektive der Fahrgäste und der Kundinnen und Kunden denken. Das muss immer meines Erachtens die Maxime sein. Da stören dann keine Grenzen. Ich weiß, dass die Verbundgrenzen hier in Nordrhein-Westfalen Das sind unüberwindliche Hürden. So habe ich auch mal demonstriert am Haltepunkt Benrath, nämlich das ist ja die Zahlgrenze hier zwischen VRR und Verkehrsverbund Rhein-Sieg. Da müssen wir dran arbeiten. Das sind meines Erachtens aber eher politische Dinge, die kann man politisch regeln und politisch lösen. Das hat nichts mit den Zügen, die da durchfahren, zu tun, sondern das sind politische Fragen, die muss man lösen im Sinne der Fahrgäste. Und deswegen immer die Perspektive der Kundinnen und Kunden in den öffentlichen Verkehrsmitteln einnehmen und nicht immer nur die Unternehmensinteressen in den Vordergrund stellen. Das heißt, man müsste Ihnen dann so wöchentlich Minimum einmal ein Mail schreiben, damit Sie das endlich ändern? Ich bin ja dafür nicht zuständig als regional, das machen die Kollegen vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und eben vom Verkehrsverbund Rhein-Sieg. Die kümmern sich ja um den Schienenpersonennahverkehr, also über die Regionalexpresse, die zwischen Köln und Düsseldorf fahren. Das ist jetzt nicht meine Zuständigkeit. Die kümmern sich dann auch um die Beschwerden. Ich habe sie lange genug bearbeitet, aber... Ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Sind Sie noch hier beim Japan-Tag?
Ich werde jetzt nach Hause fahren. Ich bin gestern Abend ganz spät von der Veranstaltung zurückgekommen, bin jetzt auch mal ein bisschen froh, das Wochenende noch ein bisschen genießen zu können, solange die Sonne noch scheint. Und werde natürlich als Dortmunder heute Abend vorm Fernseher sitzen, um mir ja, hoffen, dass es dann ein schöner Tag fürs Ruhrgebiet vor allen Dingen wird und die Champions League dann auch ins Ruhrgebiet kommt. Drücke ich mit die Daumen. Ich danke. Tschüss. Dankeschön. Jules Verne demonstrierte eine nicht ganz unpassende Metapher dafür, gegen wie viel Strömung man noch ankämpfen muss, um eine echte Verkehrswende zu erreichen. Die Konferenz war eine von vielen Veranstaltungen an diesem Wochenende. So hatten die Düsseldorfer Piraten einen großen Infostand zu den jährlich stattfindenden Japan-Tagen organisiert. Umringt von vielen, teils martialisch aussehenden Anime-Figuren, wurden Luftballonschwerter für hoffentlich unblutige Kämpfe verteilt. Nicht alles, was einem Luftballon ähnlich sieht, wurde letztlich auch von den Düsseldorfer Piraten verschenkt. Nicht ganz so viel fürs Auge, dafür umso mehr Informationen bekamen die Teilnehmer der Konferenz von Thomas Mager. Ein Thema hier, Demografie und Mobilität. Wie sehen unsere Städte 2030 aus? Ich stehe jetzt hier und spreche mit wem? Thomas Mager. Was machen Sie hier? Ich bin hier als Referent und komme von der Ausbildung her aus der Geografie. Ich bin Stadt- und Verkehrsplaner und betreibe seit knapp 10 Jahren eine Unternehmensberatung für Mobilitätsfragen und unterstütze und berate Verkehrsunternehmen, Kommunen, also Städte und Gemeinden, Aufgabenträger, also Verkehrsverbünde, aber auch Organisationen wie Parteien und andere. Und Sie haben hier einen Vortrag gehalten, der sich genau auch damit beschäftigte oder was war es konkret? Also es ging zum einen um das Thema ÖPNV-Finanzierung. Wie ich finde, ein Basisthema, wenn man über den Ausbau und die Förderung des ÖPNVs spricht. Insbesondere geht es darum, wie kann man die Vielzahl von Fördertöpfen, von ja, Förderlandschaften, die es gibt, von der Fahrzeugförderung, von der Schülerverkehrsförderung, für Schwerbehindertenbeförderung bis hin zu den im Wettbewerb, also ausgeschriebenen Strecken, die ja auch dann bezahlt werden müssen. Wie kann man dieses System modifizieren, um letztlich die Mobilität für die Bürger zu erhöhen und die Mobilität auch so zu machen, dass die Bürger die Chance haben, wirklich auszuwählen und nicht abhängig sind von einem Verkehrsmittel. Also mir geht es darum, dass die ÖPNV-Branche als Mobilitätsdienstleister, so nennen sie sich ja auch zum Teil schon, wirklich dann Dienstleister sind und dem Kunden, also dem Bürger, sozusagen von A nach B eine Lösung aus einer Hand bieten. Dass das nicht immer mit Bus und Bahn sozusagen von A nach B geht, ist klar. Deshalb müssen die Verkehrsunternehmen eben auch in ein Bündnis gehen mit Fahrradverleihern. Also Fahrradverleihsysteme gibt es ja inzwischen auch im Ruhrgebiet. Und mit den Carsharing-Unternehmen und so sehen, dass man sagt, okay, ich als Kunde habe nur noch eine Karte, mit der ich alles nutzen kann. Und wie diese Karte dann finanziert wird, sprich wie der ÖPNV und dieses ÖPNV-Angebot finanziert wird, da brauchen wir einen gesellschaftspolitischen Konsens, der sicherstellt, dass die Förderung von Bund, Ländern und Kommunen plus dem Beitrag der Fahrgäste ein schlüssiges, vernünftiges, durch Qualität überzeugendes ÖPNV-System, sprich vernünftige Linien, vernünftige Taktzeiten und auch qualitative Fahrzeuge und natürlich letztlich, was ganz entscheidend ist, auch qualitativ geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Mit anderen Worten, anders gefragt, an welche Grenzen sind Sie eigentlich bisher immer gestoßen? Wenn Sie als Unternehmensberater unterwegs sind, wo wird dann als erstes geblockt, nee, funktioniert nicht? Es geht immer ums Geld. Also wenn ich irgendwo hinkomme, dann heißt es immer, ja, wir haben aber nur, ich sage jetzt mal, 1 Million und mehr geht nicht. Und dann sage ich immer, naja, was wollen Sie denn? Was ist denn Ihr Ziel? Dann sagen die, ja, wir wollen 1 Million ausgeben. Dann sage ich, aber das ist doch kein Ziel in dem Sinne. Kann man natürlich, also man kann so an so eine Fragestellung rangehen, aber entscheidend ist ja eigentlich, dass man sagt, was will ich, welches Gebiet will ich wie versorgen, mit welchen Taktzeiten, wie, mit welchen Fahrzeugen. Also man muss ein System haben. Und dann muss ich überlegen, klar, wenn ich dann im Hintergrund schon weiß, okay, die haben 1 Million, dann kann ich überlegen, okay, wie kann ich das Ziel und die Finanzen übereinander bringen. Leider ist es so, dass unsere Finanzierungssysteme sehr unübersichtlich sind und da muss man kreativ werden.
deshalb wäre mir dran gelegen, dass man sozusagen die Widersprüche, die sich da stellen zum Teil, ausräumen kann. Widersprüchlich ist zum Beispiel, dass wenn ich zum Beispiel ein Stadtbussystem irgendwo einrichte, dann muss das Stadtbussystem durch flankierende Maßnahmen auch unterstützt werden. Wenn ich also im Zentrum einer Stadt kostenlos oder für, ich sag mal, einen kleinen Beitrag parken kann, dann ist das kontraproduktiv zu einem öffentlichen Verkehrssystem. Und ist auch kontraproduktiv für einen Stadtraum. Da wird mir natürlich jetzt jeder Wirtschaftsförderer oder Einzelhandelsförderer sagen, das ist ganz schlimm, was der Mann da erzählt. Aber man muss natürlich überlegen, wofür ist die Stadt gedacht? Als Parkraum oder als Lebensraum? Und die Frage stelle ich dann auch in Parlamenten. Ich selber wohne in der Stadt, ich habe auch früher auf dem Land gelebt, aber ich wohne jetzt in der Stadt und ich stelle immer wieder fest, dass der Stadtraum für die Einwohner, insbesondere auch für Kinder, wirklich feindlich ist. Wenn ich bei mir an der Haustür, ich wohne in Köln, in der Friesenstraße, wird der ein oder andere kennen, das ist sozusagen Ballermann 6 für Kölner. Wenn ich da raustrete, habe ich 80 cm Bürgersteig, 1,30, 1,40 Parktasche, Fahrbahn und wieder 80 cm Bürgersteig. Fahrräder kann man da kaum unterstellen und das finde ich unbefriedigend. Ich brauche kein Auto in Köln. Köln ist eine Stadt, da kann man zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit der KVB alles erreichen. So, sicherlich wollen Leute in die Stadt rein, das ist okay. Die sollen dann im Parkhaus parken. Um unser Haus rum sind 3 Parkhäuser. Die sind aber nicht voll. Lohnt sich ja dann. Lohnt sich und die Leute stehen aber trotzdem auf der Straße. Und wir müssen dazu kommen, dass wir sagen, okay, in den Ballungsräumen ist der ÖPNV das Rückgrat des gesamten Systems. Ich will das Autofahren gar nicht verbieten. Es ist ja auch so, dass die meisten Autofahrer, die sozusagen in die Stadt hineinfahren, aus dem Umland kommen oder vom Stadtrand. Und wir müssen halt die Stadtränder und das Umland besser an die Cities, an die Kernstädte anbinden. Wobei ich sehe dann hier eigentlich gerade, was so rein Ruhrgebiet ist, doch ein riesengroßes Problem. Also ich bin mal so frei und sage, von Dortmund bis Köln, die Stadt ist 150 Kilometer lang. So dieses L rundgezogen. Grob über den Daumen, so mit ein bisschen Randgebiet. Aber das ist ja eigentlich eine Stadt immensen Ausmaßes. Weil wenn ich überlege, dass ich von Dortmund hier nach Düsseldorf eine knappe Stunde mit dem Regionalexpress unterwegs bin, kann man das noch optimieren? Geht das kürzer oder die Taktfrequenzen alle 5 Minuten? So, was weiß ich, New York mal verglichen mit den U-Bahn oder beziehungsweise ja U-Bahn sind das da? Also das Ruhrgebiet, was Sie jetzt ansprechen, ist eine Metropolregion, so nennt man das ja. Also eine Region, die durch viele Städte geprägt ist, die, ich sag mal, ineinander überfließend sind, mal durch einen Grünzug unterbrochen sind, aber im Wesentlichen wirklich Stadt an Stadt wie an der Perlenschnur sich reiht. Da bietet es sich natürlich an, mit einem, ich sag mal, Fernverkehrsmittel, Bahn, Deutsche Bahn zum Beispiel, die größeren Städte zu verbinden und dann eine Feinverteilung zu machen. Deshalb, wenn ich von ÖPNV-Systemen spreche, dann spreche ich eben davon, dass ich sage, wir haben ein Schnellverkehrsmittel, wir haben ein sozusagen regionales Verkehrsmittel, womit ich dann sozusagen auch die kleineren Zentren erwische und eine Feinverteilung. Und die muss Hand in Hand operieren. Und das klappt leider nicht. Das ist natürlich auch schwierig, weil natürlich dieser dicht besiedelte Raum wenig Optionen lässt für Verkehrsachsen. Leider sind in früheren Jahren die Bahn zum Beispiel zurückgebaut worden im Netz. Das rächt sich heute. Ja. Und wir haben auch, das hängt auch mit Bund, Länder und Kommunalfinanzierung zusammen, wenig Optionen, da wieder neue Strecken hinzubauen. Und deshalb kommt der Rhein-Ruhr-Express ja auch nicht so richtig zum Starten. Hätte ich als nächstes gefragt, ja. Ja, das ist mir schon klar. Weil wir zu wenig Trassen haben, also zu wenig Möglichkeiten, weil wir auch, das ist der Unterschied auch zum Beispiel zu Frankreich, die aber eine ganz andere Siedlungsstruktur haben und deshalb das auch nicht wirklich vergleichbar ist. Die haben ein Fernverkehrsnetz gemacht und haben dann das Regional- und Nahverkehrsnetz separat. Das haben wir beim ICE ja versucht, aber trotzdem haben wir ja auf vielen Streckenabschnitten regional bis hin zum Güterverkehr und Nahverkehr auf denselben Gleisen fahren wie der Fernverkehr. Dann haben sie zu wenig Trassen. Aber 3 Systeme parallel zu bauen in einer Region wie dem Ruhrgebiet geht auch nicht. Deshalb muss man sehen, dass man eben neben der, ich sag mal, großen Schiene nochmal die kommunale Schiene hat mit Straßenbahnen, die eine Unterverteilung macht, bis hin zum Quartiersbus, der die Leute bis sozusagen vor die Haustür bringt. Was hört sich jetzt für mich eigentlich so an, als ob
ich benutze mal ein Wort, welches ich nicht gerne nehme, dass es eigentlich völlig alternativlos ist mit der Bahn. Also dass man da keine anderen Möglichkeiten mehr hat, es sei denn, man buddelt sich durchs Grün oder wie? Naja, es gibt ja Leute, die haben schon mal gesagt, wir machen das unterirdisch. Man hat ja schon viele Straßenbahnen unter die Erde gelegt und Stadtbahnen draus gemacht, um schneller von A nach B zu kommen. Aber ob das der Weisheit letzter Schluss ist, ist dann auch die Frage. Alleine schon mal Sanierungskosten bzw. Instandhaltungskosten sind doch exorbitant höher, oder? Also ich sag mal, auf der Städteachse den Regional- und den Fernverkehr fahren zu lassen als schnelles und, ich sag mal, mittelschnelles Medium halte ich für sinnvoll. Und darunter in den größeren Zentren vielleicht noch eine kleine Stadtbahn zu haben, die dann als Straßenbahn, ähnlich wie in Köln auch, ist ja auch eigentlich eine Unterpflasterstraßenbahn, keine Stadtbahn im klassischen Sinne. Das kann funktionieren. Wenn das dann sozusagen in die Feingliederung mit Bussen geht, ist das okay. Und da liegt ja auch der Reiz drin, dass man sagt, das, was der Ansatz dieses fahrscheinlosen Betriebs oder des Bürgertickets, wenn man es dann doch wieder in den Ticket bringt, liegt daran, dass man sagt, durch das Poolen der Finanzen, die ich eingangs sagte, also Bund-Ländermittel, kommunale Mittel, inkludiert auch die Nutznießer, das heißt die Fahrgäste, aber auch zum Beispiel die Gewerbetreibenden, Hotels, also alle, die vom ÖPNV-Anschluss profitieren, in das System mit einzubeziehen. Also die Fahrgäste zahlen schon was, aber ähnlich wie Grundsteuer oder über die Miete wird das entsprechend eingenommen. Die Gewerbebetriebe über die Zahl der Arbeitsplätze, die Hotels über die Gäste, also das lässt sich alles darstellen. Das Geld kommt zusammen und das Geld muss mehr bringen, als dass man das, was heute da ist, damit finanzieren kann. Denn wir wollen ja, das ist ja auch klar, die Leute mehr auf die Schiene und auf den Bus bringen. Also müssen wir auch das System noch ausbauen, weil es ja heute zum Teil schon im Ruhrgebiet weniger, aber in anderen Landesteilen an Grenzen stößt. Wir brauchen schon auch Kapital, um das System auszubauen, aber sinnvoll auszubauen. Ja, das ist einiges an Arbeit. Wie ist Ihnen, meine blöde, wirklich blöde Frage, wie ist Ihnen durch die Piraten die Arbeit erleichtert oder erschwert worden? Nee, die Piraten sind da ganz harmlos für mich. Da habe ich gar keine. In Sachen Argumenten meine ich, es ist ja nun einiges dazugekommen, wo man früher gar nicht nachdenken wollte. Und Piraten haben ja die dumme Angewohnheit, doch einiges anzutreiben. Vieles ist in Wahlprogrammen gelandet oder wie auch immer, oder in das Gedankengut hat sich fortgepflanzt. Wie weit ist Ihnen das eine Hilfe? Also ich bin immer froh, wenn Diskussionen, ich sag mal, in eine für mich richtige Richtung angeregt werden. Und ich denke mal, die Piraten haben in ihrer unkonventionellen Art und Weise dafür gesorgt, dass das Thema Bürgerticket oder anders formuliert sozusagen die gesellschaftspolitische Akzeptanz und damit auch Meinungsbildung zur Förderung des ÖPNVs nach vorne zu bringen. Also Piraten haben es geschafft, eine Lobby zu bilden. Da sind wir sicherlich noch auf dem Weg, aber ich denke, das ist schon die Botschaft, wenn sie dann noch, ich sag mal, präzisiert und vielleicht auch in der Begrifflichkeit noch ein bisschen unterstützt wird. Es ist eine gute Botschaft, auch, ich sag mal, den Altlobbyisten vom VDV, also Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und anderen, da auf die Sprünge zu helfen. Deshalb sollte man auch, ich sag mal, keine Fronten aufbauen, sondern gemeinsam dafür sorgen, dass wir eine Lobby wirklich dahingehend bekommen, die ÖPNV-Finanzierung zu ändern. Ich werde gleich in meinem Beitrag auch noch auf das Thema Zukunft 2030 eingehen. Da ist das eine Basis dafür, dass wir auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels die ÖPNV-Systeme sowohl in der Stadt als auch in der Region, die Stadt lebt ja von der Region, die Region lebt von der Stadt, da darf es nicht an Stadtgrenzen enden, weil noch viel Verkehr, insbesondere Autoverkehr in der Stadt stammt aus der Region, weil die armen Leute draußen natürlich auch nur mit dem Auto reinfahren können. Ist ja zum Schluss auch so eine Art von Standardisierung, die eigentlich fehlt zwischen den Triebfahrzeugen bzw. Waggons. Weil wenn ich überlege, was in Dortmund fährt, diese Niederflurbahnen, in den anderen diese hohen Teile, da ist ja nichts austauschbar. Ich meine, man muss sagen, jede Stadt macht ihr eigenes Zeug. Das ist historisch bedingt und es ist natürlich für einen kommunalen Verkehrsbetrieb sozusagen das Umspuren. Stuttgart hat das jetzt über lange Zeit in der Spurweite gemacht.
Viele Städte haben auch von Hochbahnsteigen auf Niederflur umgestellt. Köln hat dann eine rheinische Lösung gemacht, hat gesagt, einen Teil stellen wir um. Weil wenn man dann in die Region rausfährt, da kann man keinen Niederflur zum Teil einrichten, weil da Hochbahnsteige sind, weil man zum Teil gemischt fährt mit anderen Verkehrsträgern. Da darf man nicht ganz so hart urteilen. Man muss natürlich sagen, wenn man auf der grünen Wiese neu anfängt, ist es einfacher, als wenn man in einem 100-jährigen Bestand arbeitet. Aber man muss offen sein für neue technische Lösungen, die natürlich gerade insbesondere für, ich sag mal jetzt wieder demografischer Wandel, zunehmende Überalterung der Bevölkerung. Wir brauchen Fahrzeuge, das mit den Kollegen in Potsdam haben wir das letztes Jahr umgesetzt, wo mehr Platz für Rollstühle ist, wo mehr Platz für Rollatoren ist, weil in Zukunft werden mehr Leute, ich nenne das immer Fahrerassistenzsysteme auf moderne Art, mit so einem Rollator unterwegs sind. Und die haben heute in den Bussen wenig Möglichkeiten, auch in den Straßenbahnen. Da müssen wir schon Vorsorge treiben. So eine Straßenbahn, die fährt mal 30, 40 Jahre und länger. Und in 30, 40 Jahren sieht die Welt da anders aus. Dann gehören wir zu den 80, 90-Jährigen, wenn wir dann noch auf den Füßen sind, sicherlich mit Unterstützung eines solchen Fahrerassistenzsystems. Kurze Frage abschließend. Rhein-Ruhr-Express. Sehen Sie überhaupt noch Chancen, dass das Ding irgendwann in den nächsten 10, 15 Jahren eventuell mal doch noch kommt? Oder ist das eigentlich mittlerweile abgeschrieben? Also vom Grundsatz her ist der RRX ja keine schlechte Idee. Es ist ja letztlich, ich habe ja in meinem letzten Vortrag vom Thema Marketing und Vermarktung des Produktes und Emotionalisierung des Produktes gesprochen. Der RRX könnte natürlich für NRW tatsächlich so ein emotionales, gesamtheitliches Produkt sein. Entscheidend ist nur, wenn ich so ein Produkt bringe, was sozusagen Köln mit Dortmund verbindet auf der Köln-Düsseldorf-Dortmund-Achse, dann macht das nur dann Sinn, wenn es wirklich in den Trassenlagen, in der Kombination mit den anderen Verkehrsmitteln gut abgestimmt ist. Und das wird schwierig, weil uns die Trassen zum Teil da fehlen. Ne? Ansonsten die Idee, ein solches Projekt umzusetzen, halte ich für grundsätzlich gut und richtig. Aber es muss in den Gesamtkanon des Verkehrsangebotes gut eingebunden sein. Ansonsten kriegen wir Brüche, die letztlich dazu führen, dass die Fahrgäste halt nicht zusteigen. Mir fiel da gerade ein, man könnte ja eigentlich so einen Kreis machen, aber dann scheitert es, glaube ich, schon mal hinterm Kölner Hauptbahnhof an der Eisenbahnbrücke über den Rhein. Ne? Also die kann man ja weder erweitern, noch umbauen, noch versetzen, noch sonst irgendwie, oder? Welchen Kreis? Wenn ich jetzt einen Kreis von Köln wieder hinten über Sauerland, ja gut, aber Hauptbahnhof doch nicht mehr, oder? Doch, Sie fahren dann über West-Süd, über die Südbrücke, doch, das geht, Rodenkirchener Brücke, es gibt ja mehr. Geht das so weit, ja? Ja, ich wollte nur sagen, weil die Brücke hat ja nur ein bisschen was. Nein, wir hatten letzte Woche, Anwender, Bahncard 100-Besitzer. Ich bin so viel unterwegs. Ja, wer Mobilität plant und verkauft, muss auch mobil sein. Ja. Und ich besitze kein Auto, fahre ganz selten Auto, bin also immer mit Bahn, kommunalem ÖPNV und meinem Fahrrad und natürlich den Füßen, dafür sind wir ja ursprünglich mal konstruiert worden als Männchen unterwegs. Aber wir hatten Vandalismusschäden, wahrscheinlich haben sie wieder Kabel geklaut irgendwo in Deutz und die Züge konnten Richtung Düsseldorf und Berlin konnten nicht raus und sind dann über, bedeutet dann immer so 10, 15 Minuten Verspätung, fahren dann über Köln-West, über Süd, da am Blumenmarkt vorbei, über die Rheinbrücke, über die Südbrücke und kommen dann auch wieder auf die Siegburger Strecke Richtung Frankfurt raus. Also da hat Köln zum Glück sozusagen einen Eisenbahnring, da haben die Urväter des Eisenbahnbaus schon für gesorgt, aber es stößt natürlich kapazitätsmäßig an Grenzen, aber war für den Störfall da geeignet. Also das würde schon gehen. Aber die Frage ist natürlich, wenn man so einen Ringzug machen wollte, gibt es ja auch anderswo, dann müsste natürlich auch eine ringförmige Siedlungsstruktur, der könnte dann über Wuppertal fahren, aber da ist das Angebot schon so gut. Weiß nicht, ob das kann man sicherlich machen, aber ob das jetzt so viel bringt, ist die Frage. Ich meine, so ein Konzept muss ja immer auch fahrplantechnisch durchdekliniert werden. Was macht da Sinn, was geht? Da sind die Kolleginnen und Kollegen ja auch dran. Und da muss man auch sehen, was geht dann mit der Infrastruktur. Und das ist schon ein Problem. Also Infrastruktur ist ein Thema, sowohl von der Erhaltung als auch von der Ergänzung. Ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Immer viel Freude. Gerne. Danke. Danke. Tschüss.